Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute habe ich für euch die Tua Box von Tua. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Tua von Tua. Ja, selten, aber doch gibt es noch Alben, die genauso wie der Künstler heißen. Das letzte, an das ich mich erinnere, war zum Beispiel Flair von Flair oder Kollega von Kollega. Aber jetzt haben wir Tua von Tua. So sieht das Ganze aus. Am 22. März erschienen. Wir haben hier eine schwarze Box. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier noch einen Sticker, den wir uns hier einmal kurz ansehen werden. Und zwar lesen wir hier Limited Box Tua Tua mit exklusiven Inhalten, Stickern, meditatives Puzzle, Poster, T-Shirt und Album-CD. Gut, auf der Rückseite haben wir dann auch noch einen großen Sticker, der sich hier über die gesamte Länge zieht. Hier oben haben wir einmal einen Barcode, dann darunter Tua in zwei Formen, also in zwei Schriftarten. Groove Attack, Chimperator, dann hier noch weitere Symbole und Zeichen. Und hier zum Abschluss haben wir dann noch die Tracklist. Gut, zu der kommen wir dann ohnehin noch, wenn wir uns das Album genauer ansehen. Jetzt machen wir mal die Folie von der Box. So. Und dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier eine schwarze Box und auf der Frontseite hier haben wir einzelne Linien mit Ausschlägen. Also sieht für mich so aus wie Tonspuren, die hier aufgezeichnet wurden. Ganz viele verschiedene Spuren. Zum Abschluss dann auch nochmal kleinere Spuren. Und ansonsten ist die Box hier rundum in Schwarz gehalten. Hier außen haben wir dann auch wieder eine Tonspur, eine von oben nach unten und eine von links nach rechts. Auf der Rückseite auch nochmal und hier dann ein Sticker. Dieser beinhaltet einen Barcode und dann die Katalognummer von Chimperator. Den kann man natürlich abmachen. Dann schauen wir hinein. Hier kommt dann auch nochmal ein, zwei Tonspuren zum Vorschein. Und dann haben wir hier ein Shirt. Das meditative Puzzle. Das Album. Ein Poster und diverse Sticker, 4, 5 Stück an der Zahl. So, von innen die Box, glatt weiß. Dann machen wir die mal zur Seite. Und nachdem hier das Album noch in Folie ist, werden wir das mal aus der Folie holen. Auch dieses Album hier hat auf der Folie wieder diesen Sticker, den wir ja bereits schon von der Box kennen. Und dann werden wir das Ganze mal hier aufschneiden. Hoppla, abgerutscht. So, aber jetzt. So, wir haben hier, wie es zu erwarten war, auch wieder die Tonspur. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Bis auf diese Tonspur hier wirklich alles in Schwarz gehalten. Auf der Seite auch hier wieder eine Spur zu sehen. Und auf der Rückseite, ja, Tracklist Fehlanzeige. Beziehungsweise vielleicht hat man es echt so gemacht, dass diese Spuren hier die Tracklist sind und dass hier die Worte, die auf der Tracklist eben stehen sollten, dass die hier gesprochen wurden entsprechend. Also wenn wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, also die Anzahl würde auf jeden Fall passen. 12 Tracks. Hier haben wir auch 12 Linien mit Ausschlägen. Ich gehe echt mal davon aus, dass man das hier so umgesetzt hat. Auch hier wieder ein Barcode, allerdings aufgeklebt. Dann schauen wir mal hinein. Okay. Als erstes werfen wir mal einen Blick ins Booklet. So, wir haben hier ein Foto, das dürfte der junge Tua sein. Und ansonsten hier so schwarz-weiß, also Sonnenlicht, das hier irgendwie ist die Frage, ob das Wasserblasen sind. Für mich sieht das nach Wasser aus, also Wasser,
das hier von oben von der Sonne beschienen wird. Dann haben wir hier, das sieht mir nach Rauch aus, also starke Rauchentwicklung. Rechts wieder eine Spur. Dann hier, das sieht aus, als wäre Thor hier gerade unter Wasser, also als würde der Interpret hier ertrinken oder gerade ins Wasser eintauchen. Dann hier ein Astgeflecht. Und das habe ich gesucht, jawohl. Hier haben wir jetzt die Tracklist nochmal im Detail. Also wir haben hier, wie gesagt, 12 Tracks an der Zahl. Und wir haben auf diesem Album, wenn ich korrekt informiert bin, 2 Feature-Gäste. Und zwar haben wir einmal Raf Camora und einmal Kaska. Also Kaska ist eine ukrainische Band und das sind, soweit ich weiß, die einzigen 2 Features hier. Was haben wir hier noch? Ja, die Infos zum Album, also wer das Ganze produziert, gemixt, gemastert etc. Weitere Aufnahmen hier, alles wie man es kennt von Tour, sehr düster und in schwarz-weiß gehalten. Das sieht aus wie eine Häuserfassade, aber ja, ziemlich hohes Gebäude. Und zum Abschluss dann auch nochmal die Tracklist. Also 12 Stück an der Zahl, Features hier nicht mit angegeben, aber dafür die Laufzeit der Tracks. Gut, so viel dazu. Dann kommen wir zur CD. Die sieht sehr unüblich aus, denn wir haben hier nichts aufgedruckt auf der CD, bis auf hier wieder dieser Tonspur. Und abgesehen davon ist die wirklich komplett spiegelnd. Also die Vorderseite ist mehr oder weniger wie die Rückseite gestaltet. Habe ich so auch noch nie gesehen. Und dann kommen uns hier die Elemente zum Vorschein, also diese 4 Abbildungen. Es ist das 3. Album von Tour, wobei man sagen muss, dass die schon echt lange zurückliegen. Also das erste Album Nacht kam 2005, das zweite Album Grau 2009 und jetzt über 10 Jahre, also 10 Jahre mittlerweile ist es her, kommt das Album Nummer 3, das wir jetzt hier vor uns haben. So, dann werfen wir mal einen Blick auf das Poster. Wir haben hier ein Poster beidseitig bedruckt. Auf der einen Seite kommt hier in schwarz-weiß wieder Tour zum Vorschein, der hier scheinbar gerade aus einer Tür geht oder gerade in ein Zimmer reingeht, aber dann wäre er wahrscheinlich nicht so in dieser Perspektive, sondern wahrscheinlich mit dem Rücken zu uns. Also er dürfte das Zimmer hier gerade verlassen im Querformat. Und auf der Rückseite im Hochformat, was wir schon aus dem Booklet kennen, hier gerade dieses Eintauchen ins Wasser, wobei es hier fast so aussieht, ja, schwer zu sagen, als würde er gerade auftauchen, aber ich denke, dann wäre die Luftbläschenentwicklung hier nicht so extrem, also hier gerade am Eintauchen. Gut, also beidseitig bedrucktes Poster, einmal Querformat, einmal Hochformat. Dann haben wir Sticker mit dabei, und zwar haben wir einmal diesen hier, Tua, in so mehr oder weniger Tintenklecks Optik. Dann einmal diesen hier, auch hier lesen wir wieder Tour verschnörkselt. Dann hier auch nochmal, ja, hier ist das Ganze dann schon richtig schwer zu lesen, wenn hier überhaupt Tour steht, also ich tue mir echt schwer, das hier zu lesen. Und dann noch diese beiden hier, einmal in schwarz-weiß, kreisrunder Sticker mit Tour-Schriftzug und ein weißquadratischer mit der Tonspur. Somit kommen wir auf insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Sticker, allesamt recht kompakt, recht klein gehalten. So, und jetzt kommen wir zu einem Boxinhalt, auf den ich sehr, sehr gespannt war. Denn wir haben hier einen Druckverschlussbeutel. Jetzt würde mich mal kurz interessieren, was wir hier noch haben. Ah ja, das ist natürlich sehr hilfreich. Also ihr kennt das, wenn man ein Puzzle kauft, dann hat man da einen Deckel, auf dem das Endbild zu sehen ist. Also da kann man sich dann irgendwie danach richten und entsprechend weiß man dann, wo was hin zu tun ist. Allerdings ist dieses Puzzle komplett in so einem Anthrazit, dunkelgrau, schwarz gehalten. Also dementsprechend relativ sinnfrei hier diese Vorlage.
Hier unten haben wir den Schriftzug Tua und rechts noch den Warnhinweis. Achtung, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, enthält verschluckbare Kleinteile, Erstickungsgefahr. Gut, also, falls ihr 3 Jahre alt sein solltet, bitte diese Box nicht öffnen oder nicht das Puzzle benutzen. Und wir haben dann hier ein Puzzle mit, was werden das sein? Ich schätze jetzt mal so zwischen 50 und 100 Teilen. Bin sehr gespannt und ich sage euch, ich werde dieses Puzzle auch definitiv zusammenbauen. Ich bin persönlich ein riesen Puzzle-Fan. Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, im 3- oder 4-stelligen Bereich Puzzles zusammengebaut und werde auch dieses Puzzle auf jeden Fall bauen. Kann ich euch dann gerne ein Foto davon teilen. Ja, und zum Abschluss haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Dieses ist, wie zu erwarten war, auch wieder in Schwarz und Weiß. So sieht das aus. Wir haben hier ein schwarzes Shirt und hier auf der linken Brustseite diese Tonspur wieder abgebildet. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Und auf der Rückseite haben wir den Backprint. Ui, und sowas habe ich auch noch nie gesehen. Wir haben hier tatsächlich die gesamten Infos des Albums auf dem Rücken abgedruckt. Also das ist echt heftig. Wir haben hier oben einmal so einen QR-Code, Strichcode. Darunter lesen wir dann Albumtitel, Tour, Künstler, Veröffentlichungsdatum, Format, Label, Katalognummer. Dann haben wir echt alle 12 Tracks im Detail nochmal aufgeschlüsselt. Ihr könnt das hier sehen. Alles mit dabei. Und natürlich dann auch noch hier die Credits zum Album. Also Tour wird verlegt von Universal Music Publishing etc. etc. Wer hat das Ganze produziert, gemischt, gemastert und hier dann unten auch nochmal die Beteiligten. Also, das ist echt heftig, habe ich so nicht erwartet und habe ich auch auf einem Shirt noch nie so vorgefunden. Bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe XL. Das ist auch recht ungewöhnlich, also normalerweise, wenn es nur eine Größe gibt, meistens L, in diesem Fall XL. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann dieser Druckverschlussbeutel mit dem meditativen Puzzle. Die Sticker, 5 Stück an der Zahl. Das Poster beidseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Sowie natürlich das Album an sich mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Tua von Tua. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Tua unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.